Hallo liebe Kinder, herzlich willkommen zum heutigen Bethel Kids Online-Gottesdienst. Wir fahren heute weiter in unserer Serie, die heisst «Die grösste Geschichte der Welt». Und dabei nehmen euch der Michael und der Professor TikTok wieder mit in eine Zeitreise durch die Bibel. Heute machen wir weiter mit dem Teil 5. Jetzt, liebe Kinder, starten wir dann gerade im Lobpreis. Bevor wir das aber machen, möchte ich noch mit euch beten. Jesus, danke vielmals, bist du mit uns heute am Sonntagmorgen. Danke vielmals für die spannende Zeitreise durch die Bibel, die du uns heute reinnimmst. Und ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen weit auftust, dass wir auf das hören können, was du uns heute sagen möchtest. Und dass wir einfach mehr über dich und über dein Wort, über die Bibel lernen können. Amen. Jetzt starten wir in Lobpreis mit der Joyce.
TikTok. Hallo. Ezra, kannst du mir helfen? Ich versuche seit langem zu erraten, ob es Kopf oder Zahl mit dieser Münze gibt. Aber ich kriege es immer wieder falsch. Was meinen die Kinder? Wenn jetzt der Professor noch einmal die Münze werfe, ist es nachher Kopf oder ist es Zahl? Ich sage Zahl. Ich sage Kopf. Nein, schon wieder Zahl. Ha, ich habe es richtig geraten. Ja, lernen wir das. Heute schauen wir die prophetischen Bücher an. Oh ja, genau, die prophetischen Bücher. Das sind die letzten Bücher im Alten Testament. Genau, in diesen Büchern geht es um Propheten. Propheten? Was konnten die besonders machen? Mit Gottes Hilfe haben sie sagen, was in der Zukunft passiert. Was denn? Zum Beispiel, dass Gott selber auf die Erde kommt. Was? Die können voraussagen, dass Jesus auf die Welt kommt? Die haben sogar Details voraussagen. Ich habe eine Liste gemacht. Da. Oh, Details. Du hast ein Beispiel, was sie alles können von Jesus voraussagen. Ja. Okay, ich lese mal ein paar. Lesen. Sie haben zum Beispiel können voraussagen von Jesus, dass er zu einer bestimmten Zeit geboren ist. Oh, wow. Das war der Daniel. Oder der Micha hat können voraussagen, dass er in Bethlehem geboren wird. Echt? Ja, oder der Jesaja konnte voraussagen, dass er von einer Jungfrau wird geboren werden. Wow. Oder der Zacharia, der konnte voraussagen, dass er auf einem Esel wird im Triumph in Jerusalem einreiten. Mhm. Oder der Zacharia auch konnte sagen, dass Jesus wird für 30 Silberstück verraten werden. Mhm. Und in den Psalmen lesen wir, dass seine Hände und Füße werden durchbohrt werden. Das ist ja am Kreuz passiert. Oder der Jesaja, der redet davon, dass Jesus für unsere Sünden wird sterben. Oder da, auch der Jesaja hat gesagt, dass er unschuldig wird sterben und in ein Grab vom Reichen wird gelegt werden. Und der Jesaja, der hat auch gesagt, dass er wird aufstehen und dass er wird sogar den Tod besiegen. Wow, so viel! Ich kann voraussagen, ob Kopf oder Zahl. Es ist einfach, aber Sachen über Jesus vorzusagen, das ist viel schwieriger. Genau. Ja, das ist viel schwieriger als Kopf oder Zahl. Komm, ich nehme euch schnell mit. Was sind wir da? Wir sind da in der Sahara. Alles voll Sand. Wisst ihr, wie viel Sandkörner es da gibt? Kind, was denkt ihr? Wie viel Sandkörner gibt es da in der Wüste Sahara? 1000 Millionen. Hm. Nein!
Eine Milliarde? Mehr? Trilliarden? Noch mehr? Es gibt 70 Trilliarden. 70 Trilliarden? Ja. Was viel? Viel! Nehmen wir an, ich nehme eins von diesen 70 Trilliarden Sandkörner auf. Ich tue das hier auswählen. Ich würde es irgendwo in der Sahara verstecken. Und ihr habt nur eine Chance, um das Richtige auszulesen. Wäre das möglich? Nie im Leben ist unmöglich. Genau. Und genauso unmöglich ist es für einen Mensch, dass er die Zukunft voraussagen kann und all die Details voraussagen kann, dass Jesus mal einmal wird auf die Erde kommen. Aha, so wissen wir, dass die Bibel stimmt. Weil es nur möglich ist, wenn die Bibel von Gott eingegeben ist. Genau. Ich habe Durst. Wie können wir denn weggehen? Ich habe etwas gehört für uns. Wow! Okay, steigen wir alle ein. Okay, Kinder können wieder zusammen die Bücher sagen, wo wir gerade drüber fahren. Offenbarung! Briefe! Apostelgeschichte! Evangelie! Jetzt sind wir auf den prophetischen Büchern. Was hat es dicke und dünne Bücher? Das ist eine gute Frage. Es hat eben die grossen Propheten gegeben, hier unten. Da sehen Sie, die haben ganz dicke Bücher geschrieben. Und dann hat es die kleinen Propheten gegeben, die haben etwas weniger geschrieben, etwas dünnere Bücher geschrieben. Und all diese Propheten, die haben zwei Aufgaben gehabt. Und zwar haben sie einerseits die Aufgabe gehabt, dass sie dann ermahnen, dass sie den Leuten dann sagen, kehret um von euren bösen Gedanken und euren bösen Worten und euren bösen Taten. Kehret wieder um zu Gott. Das war das Erste, die erste Aufgabe, die sie hatten. Und Professor, haben wir hier irgendeinen Film darüber, für ein Beispiel, wie die Propheten ermahnt haben? Ja, klar. Ein Königreich zerbricht. König Hiskias Sohn Manasse war erst 12 Jahre alt, als man ihn auf den Thron setzte. Schon bald tat er all das, was Gott zuwider war. Vor allem verführte er das Volk wieder zum Götzendienst. So ließ Gott es zu, dass die assyrische Armee gegen Manasse anrückte. Mit einem Haken in der Nase führten sie ihn in die Gefangenschaft nach Babel. Dort ging es ihm so schlecht, dass er zu Gott umkehrte und ihn um Rettung bat. Gott ließ ihn tatsächlich freikommen und er kehrte nach Jerusalem zurück. Daraufhin wurde es für einige Jahre wirklich besser, denn die Judäer begannen wieder, Gott zu folgen. Sie entdeckten sogar das lang verschollene Gesetzbuch Gottes wieder mit den Geboten und Anordnungen des Mose. Die Menschen lernten erst jetzt, wie man auf Gottes Wegen geht. Doch noch schneller verlernten sie es wieder. Die Könige von Juda führten das Volk einmal mehr auf gottlose Wege. Da griff Nebukadnezar, der König von Babel, Juda an und zerstörte unter anderem fast komplett den Tempel Salomos. Er nahm fast alle Judäer mit, vor allem die besten Soldaten, Handwerker, Schreiber und Künstler, und verschleppte sie nach Babel. Nur die ärmsten Landbewohner ließ er da, damit sie weiterhin das Land bebauten. Zwei Propheten sandte Gott in dieser Zeit. Jeremia für die, die in Jerusalem geblieben waren, und Hesekiel für alle nach Babel verschleppten. Ihre Botschaft aber war eine schlimme. Weil das Volk so lange ungehorsam gewesen war, ließ Gott es zu, dass Jerusalem fast vollständig zerstört wurde und auch die letzten Judäer in die Fremde verschleppt wurden. Doch Hesekiel machte ihnen immer wieder Mut. Gott hat euch nicht vergessen. Habt keine Angst. Eines Tages wird es ein neues Königreich Juda geben. Gott gab ihm eine Vision. Er fand sich in einem Tal mit vielen bleichen Knochen. Dann gab es ein leises Klappern und Hesekiel sah, wie die Gebeine zu Skeletten wurden, mit Sehnen, Fleisch und Haut. Und sie wurden wieder lebendig. Gott erklärte Hesekiel das.
Die Knochen stehen für das ganze Haus Israel und Juda. Ich werde ihre Gräber öffnen und ihnen neues Leben schenken. Ich bringe sie in ihr Land zurück und sie werden erkennen, dass ich Gott bin. Wow, so gut. Da haben wir jetzt ein grossartiges Beispiel gesehen von zwei von den grossen Propheten, die das Volk Israel ermahnt haben. Und sie haben sie ermahnt, dass sie umkehren zu Gott. Und Kind, habt ihr auch schon erlebt, dass euch jemand ermahnt hat? Ja. Ah ja, was ist denn bei dir, Ezra? Meine Mutter hat mich ganz viel ermahnt, weil ich mein Ende nicht gut mache. Ich tue immer mir ganz ausräumen, damit ich Zeit sparen kann. Was, du hast nicht ganz ausräumen? Die Abwaschmaschine. Ah, deine Abwaschmaschine, du hast nicht ganz ausräumen, um Zeit sparen. Ja, genau. Und so hat das Volk oft nicht gehört auf Propheten, die gekommen sind und die immer und immer wieder gesagt haben, kehrt um zu Gott. Und dann sind ganz schlimme Sachen passiert. Und dann hat das Volk endlich gehört auf Gott und war bereit zum Umkehren. Und wisst ihr was? Gott ist so gut und so gnädig, dass er gerne eine weitere Chance schenkt. Und das ist eine zweite Aufgabe dann von den Propheten. Nämlich Gott will sein Volk ermutigen, das Richtige zu machen. Und so hat er auch die Propheten geschickt. Und ihre zweite Aufgabe war, dass sie das Volk ermutigen. Und Professor, haben wir hier wieder einen kleinen Videoclip, der uns zeigt, wie Propheten das Volk ermutigen. Ja, klar. 52 Tage zittern und schuften. Mit den Jahren kehrten mehr und mehr Juden aus der ganzen damals bekannten Welt zurück nach Jerusalem. Sie wollten im wiedererrichteten Tempel Gott anbeten. Doch die Stadtmauer Jerusalems war noch nicht wieder aufgebaut, sodass die Stadt angreifbar war. In Susa lebte damals ein Jude namens Nehemia. Als er hörte, dass immer mehr Juden zurückkehrten in eine ungeschützte Stadt, weinte und betete er. Er bat Gott um Hilfe, die Stadtmauer wieder aufzubauen. Auch Nehemia kehrte nach Jerusalem zurück. Er erzählte den Priestern und Ältesten von seinem Plan. Und die Mauer wurde tatsächlich in nur 52 Tagen errichtet. Doch Nehemia ging es nicht nur um die Sicherheit der Einwohner Jerusalems, er wollte sie auch anleiten, Gott treu zu sein. Als die Mauer fertig war, versammelte er deshalb alle Juden und der Priester Esra las ihnen aus dem Buch Mose vor. Als die Menschen begriffen, dass sie derzeit nicht auf Gottes Wegen lebten, wurden sie traurig und begannen zu weinen. Doch Esra rief: Seid nicht traurig, lasst uns lieber ein Fest feiern, in Erinnerung an all das Gute, was Gott uns über viele Generationen hinweg getan hat. So gab es schließlich mehrere Tage lang Party. Nicht lange danach schickte Gott einen Propheten mit Namen Maleachi. Er musste das Volk wieder warnen vor dem, was kommen würde, wenn sie Gott untreu würden. Er erinnerte sie aber auch an das, was Gott ihnen versprochen hatte. Ich will euch segnen und durch euch die ganze Welt. Nach Maleachi gibt es 400 Jahre lang keine Prophetenschriften. Doch Gott hüllte sich nicht für immer in Schweigen. Hey, so gut. Da haben wir jetzt ein Beispiel gesehen von zwei von den kleinen Propheten, die das Volk Israel ermutigt haben. Und wisst ihr, was die grösste Ermutigung ist, die Propheten vorausgesagt haben in der Zukunft? Wisst ihr das, Kind? Jesus! Ja, genau. Jesus haben sie vorausgesagt. Und das ist das Zentrum, das ist das Kernstück von der grössten Geschichte der Welt, die die Propheten vorausgesagt haben. Und der letzte von diesen Propheten, der Maleachi, hat noch einmal ganz speziell auf das Herr gewiesen. Und er hat gesagt, dass Gott selber wird zu seinem Tempel kommen. Wenn wir das mal zusammen lesen, Ezra, kannst du uns mal vorlesen aus Maleachi? Ja. Was er dort vorausgesagt hat. Passt auf, sagt der allmächtige Gott. Ich sende meinen Boten. Er wird mir den Weg bahnen. Genau, da ist von einem Boten geredet. Und das tun wir zwar erst nächstes Mal durchnehmen, im Neuen Testament, dann bei den Evangelien. Aber vielleicht habt ihr schon gehört, wer der Bote ist, wo Jesus dann vorausgesagt hat, wo Jesus gekommen ist. Es fängt an mit Jo. Habt ihr eine Ahnung, Kind?
Ja. Johannes der Täufer. Johannes der Täufer war der Bote, den Jesus vorausgesagt hat. Selbst das hat der Maleachi geschrieben. Und dann schreibt er noch weiter. Und ganz plötzlich wird auch der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Genau, das heisst, der Herr, also Gott selber, wird zum Tempel kommen. Und jetzt stellt euch mal vor, Kind. Der Tempel, der ist wieder aufgebaut worden, ungefähr 500 vor Christus. Also während der Zeit, wo die Propheten gelebt haben. Und dann ist der Tempel gestanden bis 70 nach Christus. Das heisst, innerhalb dieser Zeit von 500 vor Christus bis 70 nach Christus, dort musste Gott kommen, dort musste der Erlöser, also Jesus, kommen. Und wisst ihr was? Er ist auch wirklich gekommen. Und das schauen wir dann das nächste Mal an, wenn wir ins Neue Testament zu den Evangelien kommen. Wow, Kind, jetzt haben wir schon das ganze Alte Testament gelernt. Aber leider ist es Zeit zum Zurückgehen. Hey, jetzt haben wir wieder einiges lernen, Kind. Und das nächste Mal geht es dann los mit dem Neuen Testament und den Evangelien. Da können wir auch wieder kommen, oder Professor? Ja, klar! So gut. Also bis zum nächsten Mal, Kind. Ciao! Yay! Liebe Kind, jetzt sind wir auch schon bereits wieder am Ende von unserem Kindergottesdienst. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen und ihr habt auch einiges lernen wieder über die Bibel. Jetzt kommen wir natürlich noch eure Buchstaben über. Der Buchstabe von heute heisst L. Ihr könnt den Buchstaben wieder auf eurem Preistalon eintragen. Und dann nach 8 Wochen, wenn ihr 8 Buchstaben habt, könnt ihr die 2 Wörter herausfinden und dann den Preistalon zusammen mit eurer Bibel mitnehmen am 9. August im Bethel Kids Gottesdienst. Und dort kommt ihr einen super Preis über. Jetzt könnt ihr noch zusammen Spass haben mit euren Eltern, mit dem Kleingruppenblatt. Und so wünsche ich euch noch viel Segen und viel Freude für den heutigen Tag. Ciao zusammen und bis zum nächsten Mal.